Die Doppelmoral von Katja Krasavice. Nimm alles und immer und keiner sagt mir, was ich reden darf. Katja Krasavice, erfolgreiche Influencerin, Autorin und Rapperin. Deine Freundin will wie Katja sein, kann ja sein, doch kann sie nicht. Pass auf mich stehen, alle deine Freunde. Heute löse ich Probleme mit der Visa. Katja kommt aus sozial schwachen Verhältnissen und musste mehrere tragische Schicksalsschläge verkraften. Jetzt, wo sie selbst so erfolgreich und reich ist, möchte sie andere unterstützen. Boah, die sah aber ganz anders aus früher, ey. Das ist nicht normal, ne? Ich weiß nicht, was sie alles gemacht hat, aber das ist schon ein Unterschied von vorne und vorhin. Guck mal hier. Und jetzt dann so. Die andere unterstützen. Ich habe meine Bestimmung im Leben gefunden, dass meine Bestimmung ist, Menschen zu helfen. Sie spendet große Summen an wohltätige Zwecke und macht ihrer Community krasse Geschenke. Ihr seid meine Familie und ich will meine Familie strahlen sehen. Das höre ich ja auch die ganze Zeit, also auch wenn Instagram folgt. Die ist auch die ganze Zeit so, ich zahl eure Schulden, schreibt mir dies und das. Letztens habe ich noch gesehen, wie die gesagt hat, Du folgst mir, du likest jedes Bild, du bist immer dabei mit den Kommentaren, dies und das. Schick mir einfach deine Schulden, dann werde ich die begleichen. Habe ich letztens gesehen. Ob sie das macht, weiß ich nie. Kann ich ja nicht sehen. Aber dass sie darüber redet und auch zeigt, das macht sie auf jeden Fall. Steht für Body Positivity und setzt sich für die LGBTQ-Szene ein. Sie weist Dieter Bohlen im Zuge übler Kommentare bei DSDS ordentlich in die Schranken. Ja, du trägst dein Slut-Shaming wieder mal vor wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. Boy. Vorbildfunktion, also. Katja hat auch einen eigenen Softdrink. Sugar Mami. Und der will irgendwie so gar nicht zu ihrer Mission passen, ihren Fans zu helfen. Ganz im Gegenteil. Schauen wir uns das mal genauer an. Sugar Mami Sparkling Softdrink, er ist unglaublich lecker. Vor allem mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht, Adipositas. Ein Softdrink, den auch viele Kinder trinken. Sieht aus, als wenn es richtig, richtig reinballert. 15% der deutschen Kids und Teens sind übergewichtig. Kinder gehören geschützt, unterstützt und da geholfen, wo Hilfe benötigt wird. Also das Video sieht so aus, als wolle man sie fertig machen. Auf jeden Fall. Mit buntem Design und einer fetten Marketingkampagne betritt Katja Krasavice Mitte letzten Jahres den deutschen Softdrinkmarkt. Über Instagram, TikTok und YouTube kündigt sie Sugar Mami ihren Millionen von Followern an. Es gibt einen Sugar Mami Benzer. Damit tourt Katja durch Deutschland, um ihre neuen Drinks vorzustellen. Einige Auserwählte dürfen Sugar Mami sogar vor allen anderen probieren. Okay, das schmeckt richtig wild. Das schmeckt wie Wackelpudding. Im August kommt das Getränk dann endlich auf den Markt. Im ersten Monat werden 10 Millionen Dosen geliefert. Der Hype ist riesig. Das hat schon auf jeden Fall richtig geknallt, wie das ausgehauen hat. Das war auf jeden Fall Bombe. Ich habe das noch nie getrunken, ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Aber nur was sie mir auch jetzt sagen wollen, so viel Zucker habe ich jetzt so mitbekommen. Heißt ja auch Sugar Mami, ne? Sugar Mami gibt es in 4 verschiedenen Sorten. Granatapfel, Erdbeere, Pfirsich, Cherry Lollipop und Kaktusfeige. Pfirsich, Geschmack. Das Ganze ist ein Erfrischungsgetränk mit sehr, sehr viel Zucker. 9 Gramm auf 100 Milliliter, also schon echt eine Menge. Oi, okay. Mega süß. Also in meinem Fall ist es nicht. Bah, nee. Pfirsich enthält also 9 Gramm Zucker pro 100. Mal, jedes Getränk. Eigentlich, ich bin jetzt nicht auf ihrer Seite, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so viel, ich habe die jetzt nur bei DSDS ein bisschen gesehen, aber jede Getränk auf dem Markt hat Zucker. Also wollen die jetzt fertig machen wegen dem Zucker jetzt im Getränk oder was? Verstehe ich nicht. 100 Milliliter. Granatapfel, Erdbeere, 10. Das ist grob so viel wie eine reguläre Cola. Ah, Cola, dasselbe. Alle trinken Cola.
Klar, Zucker ist überall drin und etwas Süßes hier und da muss man auch nicht verteufeln. Aber ein zu hoher Zuckerkonsum erhöht das Kariesrisiko, kann zu Übergewicht führen und macht anfälliger für andere Krankheiten, wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, grundsätzlich so wenig Zucker wie möglich zu sich zu nehmen. Um das Risiko für Karies und Übergewicht zu reduzieren, legt sie nahe, maximal 25 Gramm pro Tag zu konsumieren. Jede Dose Sugar Mami übersteigt also die Empfehlung der WHO. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist weniger streng und empfiehlt eine Obergrenze von 50 Gramm Zucker pro Tag. Auch diese wird mit einer Dose immerhin zu fast zwei Drittel ausgeschöpft. Gerade das macht Softdrinks allgemein so problematisch für die Gesundheit. Ja, aber das kannst du mit jedem anderen Getränk auch machen, so ein Video. Es hat jetzt bestimmt was, keine Ahnung, warum die jetzt auf die draufgehen, kein Plan. Man kann richtig viel davon trinken, ohne dass der Hunger gestillt wird. Auf Instagram wurde Katja von einem Fan gefragt, ob es vielleicht eine Variante ohne Zucker geben wird. Ihre Antwort: Nein, Bae, wenn du zuckerfrei willst, kauf dir ein Wasser. Cool. Ursprünglich war Sugar Mami gar nicht als Limonade, sondern als Energy Drink geplant. Mein Neffe meinte, ey, ich will das unbedingt probieren. Der ist 9 Jahre alt. Und meine Nichte auch, die ist 5. Und dann dachte ich mir, ey, die können das ja gar nicht probieren und trinken. Also entschied sie sich für eine Alternative, die für jeden ist. Etwas, das auch ihr 9-jähriger Neffe und ihre 5-jährige Nichte trinken können. Ein Softdrink mit richtig viel. Wie gut er die Musik dahinter gelegt hat, sodass man die eigentlich jetzt so eigentlich durch das Video so hassen müsste. Also so Hass kriegt, so düstere Musik im Hintergrund, so gut gemacht. Zucker. Es ist ein Erfrischungsgetränk für jeden, egal wie alt ihr seid. Ja, du bist fällig. Egal wie alt ihr seid. Tatsächlich trinken in Deutschland rund ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen täglich Softdrinks. Über 15% sind übergewichtig, fast 6% sind adipös, das heißt stark übergewichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir von klein auf uns an eine gesunde, ausgewogene Ernährung gewöhnen. Ernährungsgewohnheiten werden in der Kindheit geprägt und auch Ernährungsvorlieben. Also den allermeisten Menschen schmeckt ein Leben lang das, was sie als Kinder bekommen haben. Dafür sind meiner Meinung nach die Eltern verantwortlich, was die Kinder zu sich nehmen. Ganz einfach. Also die Kinder können ja nicht selber entscheiden. Und wenn sie selber entscheiden, dann haben die Eltern irgendwas falsch gemacht, sag ich mal so. Ganz einfach. Mit 5 Jahren oder mit 6 Jahren, da kannst du nicht entscheiden, ich kaufe mir jetzt eine, als würde ich jetzt mein Kind so eine Red Bull kaufen. Kann das ja gar nicht kaufen. Einfach. Das ist Dr. Peter von Philipsborn. Er ist Wissenschaftler und Mediziner an der LMU München und forscht dort zu gesunder und nachhaltiger Ernährung. Wer als Kind schon übergewichtig war, bleibt häufig sein Leben lang übergewichtig und leidet unter den teils schweren gesundheitlichen Folgen. Und auch das zeigt, wie wichtig es ist, bei der Prävention, also der Vorbeugung von Übergewicht und Adipositas, schon bei Kindern anzusetzen. Katjas 9-jähriger Neffe und ihre 5-jährige Nichte sollten also besser die Finger von Sugar Mami lassen. Auf der Jedes Kind sollte die Finger davon lassen. Nach einem Warnhinweis aufgrund des vielen Zuckers. Dafür findet man aber einen anderen. E122 und E129 kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Das sind beides Farbstoffe. Sie sorgen für die knalligen Farben des Softdrinks, die wahrscheinlich besonders bei Kindern gut ankommen. Und das ist natürlich der Grund, warum den Softdrinks Farb- und Aromastoffe zugesetzt werden. In diesem Sinne machen die Farb- und die Aromastoffe die Softdrinks auch problematischer, als sie sonst wären. Aber das, was ja, die relevanten negativen gesundheitlichen Auswirkungen bedingt von den Softdrinks, das ist der Süße, der Zuckergehalt. Solche Farbstoffe stehen dennoch immer wieder in der Kritik. Sie stehen im Verdacht, Allergien und Krankheiten auszulösen. Und es scheint einen Zusammenhang mit Konzentrationsschwächen bei Kindern zu geben. In einigen Ländern ist der rote Farbstoff E129. Meet Azeron, a game-changing keypad made specifically for you. It essentially replaces my keyboard. 20 zum Beispiel bereits verboten. Wir haben keine genauen Zahlen, aber ein großer Teil von Katja Krasavitzes Community sind mutmaßlich Kinder und Jugendliche. Das Branding von Sugar Mami ist bunt und verspielt und Katja macht natürlich deutlich, dass das Alter für Sugar Mami keine Rolle spielt. Die Getränke sind schließlich für jeden da. Für jeden, egal wie alt ihr seid. Es gibt unzählige Aufnahmen. Wenn? Also ganz ehrlich, okay, die sagt so, das ist für jeden. Aber es gibt bestimmt irgendein, wie sagt man das?
irgendein Konzern oder irgendwas, was die Altersbegrenzung für irgendwas reguliert. Also irgendwie, wie heißt denn das? So Zigaretten können ja jetzt ab 18 erst gekauft werden. Da müsste doch jemand irgendwie dahinter stehen und sagen, so Sugar Mummies Getränk darf erst ab 16 konsumiert werden oder ab 18 konsumiert werden. Wenn es erlaubt ist, wenn sie da, es muss ja durchkommen, ihr Produkt, das für jeder erhältlich ist. Also, wenn einer jetzt kommen würde und sagen würde, Katja, dein Produkt ist jetzt nicht für Kinder geeignet, dann dürften die das nicht kaufen, meiner Meinung nach. Es müsste irgendwer da drüber stehen, also über Katja, der sagt, das darf in mein Land jetzt nicht an Kinder verkauft werden. Erst ab 16 Jahren oder 18 Jahren. Ganz einfach. Namen von der Sugar Mummy Tour. Etliche Kinder und Jugendliche laufen kreischend Katjas Sugar Mummy Bands hinterher. Katja hat Videos von sehr jungen Kindern in ihrer Story geteilt, die ihre Softdrinks trinken. Diesen Jungen bezeichnet sie als Playboy mit Kaktusfeige. It's a bit extreme. Gemeinsam mit Sugar Mummy tätigt Katja großzügige Spenden. Natürlich auch für Kinderhilfsorganisationen. Ich habe dieses Jahr ein Getränk rausgebracht in die Märkte, Sugar Mummy, ein Softdrink, den auch viele Kinder trinken. Aha. Und deswegen möchte ich mit meiner Firma zusammen 100.000 Euro für ein Herz für Kinder spenden. Wow! Auf TikTok zeigt sie, wie sehr sie insbesondere ihre Community unterstützen will. Hey Leute, ich bin gerade in meinem Auto und sitze hier und ich bin unfassbar traurig. Katja ist in dem Video gerade auf dem Weg zu einer ärmeren Familie mit mehreren Kindern, die sie zu Weihnachten beschenken wird. Bei dieser Aktion waren übrigens auch Kameras von Vox dabei. Das finde ich auf jeden Fall Bombe. Die macht das öfters, das meine ich ja. Die gibt immer. Deswegen habe ich eigentlich zu der Frau nichts zu sagen, so eigentlich. Also ich finde das gut, dass wenn man so viel Geld macht, dass man auch was an die Menschen gibt, die das nicht haben. Das finde ich sehr gut von Katja. Für etwas herzerwärmendes Reality-TV. Aber zurück zur Szene im Auto. Es geht darum, wie dankbar Katja ist, dass sie denselben Struggle nicht mehr durchleben muss und ihren Fans jetzt mit ihrem vielen Geld endlich etwas zurückgeben kann. Ich werde immer alles dafür tun, euch zu helfen. Ihr wisst, ihr seid viele und ich kann mich nicht mal 3,5 Millionen teilen oder noch mehr Leute, wie wir sind, aber ich werde alles dafür tun. Sie kennt und liebt ihre Community und will am liebsten jedem einen Wunsch erfüllen. Aber Moment mal. Einen kleinen Haken gibt es doch. Bevor sie etwas zurückgibt, muss man vorher noch schnell Sugar Mummy und ihr bei Instagram und TikTok folgen. Und macht bitte noch bei dem Gewinnspiel mit. Es geht nur noch 3 Tage, nutzt die Chance. Ja, ich sag mal so, damit das Geld rollt, musst du ja auch was dafür tun, ne? Also ich kann ja nicht einfach reden. Ist doch eigentlich nichts dabei, so. Immer folgen. Die muss ja sehen, die Leute. Wie soll die Leute denn sehen, wenn die dir nicht folgen und kommentieren und liken und was auch immer. Ist jetzt blöd. Chance, ich habe wirklich alles mit Herz gekauft, alles auf meinen Nacken gekauft und ihr sollt das gewinnen. Dasselbe Gewinnspiel bewirbt sie auch in diesem Video. So traurig, wie viele in der Community sich keine Weihnachtsgeschenke leisten können. Deswegen habe ich an diesem Tag 20.000 Euro nur für euch ausgegeben. Ich bin direkt zu... Das Einzige, was ich gut finden würde, ist, die ganzen Leute machen Gewinnspiele und zeigen auch, dass sie das und das geben oder du kannst das gewinnen, du kannst das gewinnen. Aber ich sehe nie, dass die Leute das bekommen. Also das bleibt mir immer ein Rätsel. Also ich weiß nicht, warum die Leute das nicht posten. Wenn die schon posten, das Gewinnspiel, dann sollte man auch posten, wie das übergeben wird. Das wäre für mich auf jeden Fall eine gute Sache. Sonst weiß ich ja gar nicht, ob die es überhaupt bekommen haben. So, die können einfach, ich könnte auch einfach so ein Gewinnspiel machen, so. Alle kommentieren, alle liken, Reichweite steigern, dies, das. Und dann auf einmal hat keiner was gekriegt. War drauf geschissen. Dann sage ich einfach, ich habe ja einer ausgesucht und der hat es bekommen. Und am Ende hat es doch keiner bekommen, weißt du?
Apple rein und habe alles gekauft, was ihr euch sonst nicht leisten könntet. Sie kauft dann iPads, iPhones, MacBooks und Apple Watches. Außerdem natürlich Prada-Taschen, die sich ihre Zuschauer ebenfalls nicht leisten können. Es gibt Gutscheine, Mützen und diese Sugar Mami-Koffer. Und um all das zu gewinnen, muss man wie gesagt nur Katja und ihrem Softdrink auf Instagram und TikTok folgen. Das ist schon irgendwie seltsam. Am Anfang geht es darum, dass sich viele ihrer Fans keine Weihnachtsgeschenke leisten können, aber am Ende ist es ja Zufall, wer gewinnt. Also geht die Prada-Tasche doch vielleicht am Ende an Clara, das Rich Kid aus der Schlossallee. Es ist natürlich löblich, dass Katja ihren Fans zu Weihnachten etwas zurückgeben will. Besonders vor ihren großzügigen Spenden für ein Herz für Kinder kann man nur den Hut ziehen. Das wirkt nicht zuletzt so glaubwürdig, weil sie selbst aus armen Verhältnissen kommt. Gleichzeitig wirbt sie aber bei all diesen Aktionen für ihren eigenen Softdrink. Und der ist gerade für ärmere Kinder besonders gefährlich. Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ernähren sich viel häufiger ungesund als Kinder aus sozioökonomisch stärkeren Familien. Sie essen weniger Obst und trinken täglich deutlich mehr zuckerhaltige Softdrinks. Gleichzeitig sind diese Kinder deutlich häufiger von Übergewicht und Adipositas betroffen. Um es mal klar zu formulieren, statistisch gesehen sind Katjas aus armen Verhältnissen dreimal häufiger übergewichtig als Claras aus der Schlossallee. Katja Krasavitzes Sugar Mami ist nur ein Auswuchs eines größeren Trends, bei dem bekannte Persönlichkeiten schamlos Zucker an junge Fans vermarkten. Bra-Tee vom Rapper Capital Bra gibt es ebenfalls nur mit Zucker, wenn auch weniger als in den Drinks von Sugar Mami. Shirin David hat 2021 Dirty auf den Markt gebracht. Zuerst gab es auch nur drei zuckerhaltige Varianten. Mittlerweile gibt es eine Zero-Version und einen Energy-Drink mit Koffein, der explizit nicht für Kinder und Schwangere geeignet ist. Andere Influencer wie Victoria Sarina wurden in der Vergangenheit für ihre Bewerbung von Süßigkeiten an Kinder kritisiert, zum Beispiel von Foodwatch und Offen und Ehrlich. Ich denke, dass wir als Gesellschaft ganz klar das Recht, aber letztendlich auch die Pflicht haben, unsere Kinder vor einem solchen schädlichen Einfluss auf ihre Gesundheit zu schützen. Es gibt etliche Organisationen, die seit Jahren strengere Regeln für das Marketing von Süßigkeiten und Softdrinks an Kinder fordern. Die Bundesregierung hat angekündigt, eine verbindliche Regulierung von an Kinder gerichteter Lebensmittelwerbung einführen zu wollen. Ich finde, die greifen einfach die falschen Leute an. Ganz einfach. Weil wenn Kinder sowas nicht nehmen sollten, warum macht ihr dann sowas? Warum stellt ihr das her? Ganz einfach, da ist ganz oben noch viele Mächte, die gestoppt werden sollten und nicht jetzt eine Katja. Da kommt es jetzt sehr auf die Details drauf an, dass da wirklich ein wirkungsvolles Gesetz erarbeitet, verabschiedet wird und das Ganze nicht nur ein Papiertiger bleibt. Wir haben Katja und Sugar Mami um Stellungnahme gebeten, aber bisher keine Antwort erhalten. Es ist schon eine Ansage, eine farbenfrohe Softdrink-Zuckerbombe rauszuhauen und augenscheinlich ganz bewusst keine, zumindest etwas gesündere Alternative anzubieten. Das wäre ja vielleicht auch noch okay, wenn Katja Krasavice Sugar Mami an erwachsene Menschen vermarkten würde, die... So, jetzt habe ich es verstanden. Katja, wenn du keinen Hass willst und nicht so ein Video sehen willst, dann musst du eine Variante anbieten. Dann ist das in Ordnung, wenn du die anderen weiterverkaufst. Wie Shirin. Dann macht doch keiner so ein Video über dich. Blödsinn. Die für sich die bewusste Entscheidung treffen, etwas Ungesundes zu trinken. Tut sie aber nicht. Offensichtlich sind viele ihrer Kunden Kinder. Wenn du was anderes trinken willst, geh Kopf Wasser. Ganz einfach. Gerade als Influencerin mit so einer großen Reichweite wie Katja muss man sich der Verantwortung gegenüber seiner Community bewusst sein. Sie ist für viele Menschen ein großes Vorbild, nach eigener Aussage. Sie versucht, sozial Benachteiligten zu helfen. Kinder sind ihr dabei anscheinend besonders wichtig. Kinder gehören geschützt, unterstützt und da geholfen, wo Hilfe benötigt wird. Das Produkt Sugar Mami steht im krassen Gegensatz zu diesen Werten. Kindern hilft man nicht mit aggressiv beworbenen 30 Gramm Zucker zum Trinken. Cheers.